eine spannende Diskussion heute bei Brinkmann und Asmund mit Cecin Leonard vom Zentrum für politische Schönheit. Denn diesen Begriff sollten Sie sich merken. Der hat nämlich schon für Furore gesorgt und wird weiter für Furore sorgen. Wir sind beim Thema Flüchtlinge. Und Frau Leonard, Sie haben eben die These aufgestellt, man muss aus Grund der Menschenwürde, die auch im Grundgesetz steht, in unserem Grundgesetz steht und ich glaube in allen Verfassungen Europas und der EU, man muss den Flüchtlingen helfen. Meine Frage ist, sind wir denn dazu verpflichtet, jeden Flüchtling in die EU zu lassen oder sogar nach Deutschland? Wo steht das geschrieben? Also es steht nirgendwo geschrieben, aber ich denke, wir sind eine zivilisierte Gesellschaft. Wir haben uns die Demokratie hart erarbeitet, wir haben uns unseren Wohlstand erarbeitet, wir haben uns unsere Bildung, unsere Werte erarbeitet und ich glaube, dass uns allen, jedem Kind wird von Anfang an beigebracht, wenn jemand in Not ist, dann helfen wir dem im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja. Ja, das ja, ist, wenn das ich eine Geschichte höre von einem jordanischen Bauer, der nichts hat und dann seine Scheune öffnet und dort eine Familie unterkommen lässt und auch im christlichen Sinne sein letztes Brot mit ihm teilt, dann denke ich, können wir mehr tun. Und wir müssen mehr tun, da bin ich absolut von überzeugt. Wenn man nun mal das Beispiel Syrien macht, dann um auch auf diese andere Aktion, die Sie vor ein paar Monaten gemacht haben, die Kindertransporthilfe des Bundes zu kommen. In Syrien gibt es Millionen von Flüchtlingen, alleine über eine Million sind über die Grenze gegangen in die Türkei. Und in Deutschland diskutieren wir seit Jahren darüber, ob wir jetzt mehr als 20.000 von denen nehmen können oder weniger. Und das sind einfach die Relationen. Also da muss man gar nicht weiter darüber diskutieren. Die Antwort ist ja, wir können, ja, wir müssen mehr. Ich sage nein, ich sage Ihnen nochmal, was sehr interessant ist sozusagen von einem konservativen Aspekt eher. Wir haben einen demografischen Wandel in Deutschland, 300.000 Menschen im Jahr weniger. Uns fehlt es an Fachkräften überall. Wir müssen umdenken als Gesellschaft, das ist uns ganz klar, auch Zukunftsforschern ist das ganz klar. Wie können wir uns als Gesellschaft dann so sehr verschließen, Menschen aus anderen Ländern aufzunehmen? Nur als Gedanke. Also ja, wir suchen schon jetzt Pflegekräfte in Südostasien, während auf der anderen Seite Syrer an unseren Grenzen stehen, gut ausgebildete Menschen, die wir nicht reinlassen. Die darf ich einen Einwand mal dazwischen werfen? Flüchtlinge sind Menschen, die geflohen sind, weil es momentan in ihrem Land Krieg gibt oder sonst was gibt. Ja. Die aber, wenn der Krieg zu Ende ist, siehe Bosnienkrieg, alle wieder zurück sollen nach Hause. Dann stimmt nämlich dass Ihr Argument nicht mit dem demografischen Wandel, denn die bleiben ja nicht hier. Ein Großteil der Bosnier damals ist nicht hier geblieben, weil wir sie quasi wieder rausgeschmissen haben oder rauskomplimentiert haben. Ein großer Teil ist auch freiwillig zurückgegangen, das ist ja auch richtig und wichtig so. Ja, aber viele sind tatsächlich wieder zurückgegangen, weil sie mit allen Mitteln der Bundesregierung hinaus komplimentiert wurden. Ja, aber das gilt auch für die Flüchtlinge aus den arabischen Staaten jetzt ganz genauso. Ja, ja. Die wollen ja nicht hier bleiben oder sollen nicht hier bleiben, wenn es nach unseren deutschen Gesetzen geht. Und Sie sagen sie sollen hier bleiben. Ja. Richtig? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, also ich denke, dass es da auf jeden Fall Überlegungen geben muss im Sinne unseres demografischen Wandels, wenn man den Menschen hier attraktive Möglichkeiten bietet und dafür offen ist, dass wir unsere Gesellschaft mehr öffnen müssen. Ich glaube, wir waren auch schon immer ein Einwanderungsland und sich dazu vor zu verschließen, das gänzlich aus unserer Zukunftsidee herauszulassen, denke ich, ist falsch. Aber ich glaube auch, dass auf jeden Fall, wir wissen in Syrien nicht, was dort passiert. Das ist eine höchst wackelige Angelegenheit, jetzt mit ISIS, auch noch mit dem Irak. Ich weiß nicht, wie lange das da noch gehen soll und wann, in wie vielen Jahren dort eine Möglichkeit bestehen soll, für die Menschen da wieder anzuknüpfen, ihr Land wieder aufzubauen. Aber bleiben wir mal bei den Flüchtlingen, die nicht aus den Kriegsgebieten kommen. Also die, die übers Mittelmeer fliehen, über Tunesien, Libyen, Libyen zwar auch Kriegsgebiet, aber aus Zentralafrika kommen. Mali, wo wir jetzt auch zwar Kriege haben, aber nicht derartige brutale Schlachten, behaupte ich mal, weiß ich auch nicht genau. Das heißt, die versuchen mit dem Schiff übers Meer in die EU zu kommen, landen meistens in Lampedusa oder klettern in Melilla über den Zaun. Ja. Warum sollen wir denn die, ohne zu fragen, warum wollt ihr denn hier bleiben, aufnehmen? Ja. Warum also ohne diese Frage? Sie wollen das ja, dass diese Frage verschwindet in der Diskussion. Nein, ich glaube, dass es sehr wichtig ist zu fragen, auf jeden Fall. Es ist sehr wichtig. Also, ein paar Punkte. Ich glaube, dass es
Ein Mensch, der das auf sich nimmt, diese Strapazen, die diese Menschen auf sich nehmen, die bereit sind, ihr Leben zu opfern für diese Hoffnung an eine bessere Zukunft. Ich glaube, da läuft schon einiges schief in dem Land. Da müssen wir nicht drüber streiten. Wer würde das machen, wenn er irgendeine andere Möglichkeit in seinem eigenen Land sehen würde? Dann würde es darum gehen als nächstes, dass es überhaupt irgendeinen legalen Weg oder eine Möglichkeit gibt, einen Visumsantrag zu stellen, sich zu beweisen für auf dem deutschen Markt. Ne? Zu sagen, ich bin gut, ich bin klug, ich möchte das, ich möchte Deutsch lernen. Das gibt es nicht, diese Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt nur diesen tödlichen Weg übers Mittelmeer oder eben über die Grenzen von Melilla. Und ich war selbst dort, ich habe mit den Leuten dort geredet, ich hatte auch Angst, man hat seine Berührungsängste, junge, schwarze, afrikanische Männer. Und ich muss sagen, ich wurde völlig widerlegt, mein Bild, das ich hatte. Also da waren kluge, witzige, lebensbejahende Menschen, die gesagt haben, wir möchten einfach eine Chance haben, wir möchten eine Ausbildung haben und mit dieser Ausbildung dann wieder zurückgehen in unser Land, wo wir hergekommen sind. Und dass es 2014 noch die Möglichkeit gibt, dass wir auf Filmen auf YouTube sehen, wie die von einem marokkanischen Militär runtergeknüppelt werden, bis sie sterben, diese jungen Menschen. Das ist einfach unfassbar, da dürfen wir nicht zuschauen. Zaun hin oder her. Sie waren in Melilla und haben mit den Schwarzen, die genau, dort da am Zaun standen, auch Fotos gemacht und haben denen auch die weißen Kreuze, ich würde ja sagen, es waren nicht die Originale, was man unter anderem daran erkennt, dass sie einen Namen auf den Kreuzen stand. Das ist immer die Wahrheit, oberstes Prinzip. Ja, das ist so, was man daran erkennt, dass sie auf einem der Kreuze einen Namen richtig geschrieben haben, der an dem Gedenkkreuz dummerweise falsch geschrieben ist. Ach so, tatsächlich, ja. Daran kann man es erkennen. Aber egal, sie haben diese weißen Kreuze oder ähnliche Kreuze, wie sie sonst am Reichstagsufer hängen, in die Hände gedrückt und damit Fotos gemacht. Wie haben die denn auf diese Aktion reagiert? Haben die das verstanden? Ich weiß es nicht, ob sie das eins zu eins verstanden haben. Was sie verstanden haben, ist, dass Menschen kommen aus ihrer Welt, denen es scheinbar gut geht und sich für sie interessieren. Und ich bin jetzt noch mit denen auf Facebook befreundet. Wir versuchen hier was mit Ausländerbehörden. Ich werde versuchen, alles möglich in die Wege zu leiten, um vieren von denen, die mir besonders ins Herz gewachsen sind, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu helfen, weil ich eben nicht als Journalistin dorthin gegangen bin, wo man es wahrscheinlich schwieriger hat, dass man immer in Kriegsgebiete reist und da dann nicht hilft. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auf legalen Wege versuchen, Menschen zu helfen? Dass Sie also nicht jetzt versuchen, im Rahmen des Zentrums für politische Schönheit, der Begriff gefällt mir inzwischen ganz gut, zu sagen, ich bringe euch nach Deutschland, egal ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, wie auch immer, ich will euch helfen. Das heißt, Sie reden mit der Ausländerbehörde, um einen legalen Weg zu finden, Leute hierher zu bringen. Ja, ich werde mein Möglichstes tun, um die Öffentlichkeit, die wir jetzt auch hatten, dafür zu verwenden, diesen Menschen auch mein Vertrauen zu schenken und zu sagen, ja, für die würde ich im Zweifelsfall bürgen. Was für eine Möglichkeit gäbe es? Und gibt es möglich? Also das ist ja jetzt dann eher umgekehrt die Erfahrung. Das ist wirklich das Problem. Es wird ja gerade auch viel diskutiert über, wie können wir in Deutschland als jeder Einzelne eigentlich Flüchtlingen helfen? Kann man Leute irgendwie aufnehmen, wenn ich ein Zimmer frei habe und so weiter? Und geht das überhaupt, Leute irgendwie einzuladen? Selbst da stößt man ja immer und noch niemand an Mauern. Will Flüchtlingsheim haben in seiner Nähe. Genau. Gerade wird wieder demonstriert. Ich glaube, in München ist das, nicht? In München wurde demonstriert, auch am Wochenende. Hier in Berlin wird inzwischen leider fast jeden Tag von Anwohnern an, ja, sind sicherlich auch Anwohner dabei, aber dummerweise sind es vor allen Dingen Rechtsextreme, die gegen neue Flüchtlingsheime demonstrieren. Und da stößt man auf extreme Widerstände. Und was ist Ihre Erfahrung mit der Ausländerbehörde? Sind die willig, Ihnen zu helfen? Eher nicht, nie. Nein, es ist wirklich schwierig. Also das ist eine Anwältin, die sich für Asylrecht einsetzt. Und die sagt, das ist sehr schwierig. Also ich werde jetzt mal versuchen, alles möglich in die Wege zu leiten, ob es über einen Ausbildungsplatz geht, den jemand mir fest zusichert. Aber ich glaube, selbst da, ich müsste wahrscheinlich viel mehr verdienen, als ich verdiene, um wenigstens für eine Person bürgen zu können. Ja. Also wenn Sie einen Ausbildungsplatz haben für einen Afrikaner, jungen Afrikaner, melden Sie sich beim Zentrum für politische Schönheit. Aber ich habe so den Eindruck, dass da irgendwo wieder bei Ihnen eine Aktion schlummert, damit die Bevölkerung so wieder aufgerüttelt wird, so wie mit den Kreuzen. Erzählen Sie uns die doch mal, ist ja so klar. Das darf ich leider nicht erzählen, also die nächste Aktion. Ja, auf jeden Fall. Also für nächstes Jahr sind einige Sachen geplant, um die Gesellschaft aufzurütteln, um
Ja, und im besten Falle zum Handeln bewegen. Aber das muss ich nochmal sagen, wir haben wirklich eine ganz tolle Gesellschaft. Also das haben wir schon gemerkt bei der Kindertransporthilfe, wie viele Menschen sich gemeldet haben, um Flüchtlinge eben aufzunehmen. Oder jetzt auch die jungen Leute, wo man dachte, die bleiben auf dem Sofa lieber sitzen und die sind dann in die Busse gestiegen und haben diese Aktion gemacht. Und sind nach Bulgarien an den Grenzzaun gefahren, ein Wochenende lang, um den da eigentlich aufzumachen, was nicht gelungen ist, weil da zu viel Polizei war. Und ihr versucht, diesen Kindertransport zu organisieren. Das war ja nur eine Idee. Ja, das ist ja gar nicht umgesetzt worden. Sind Sie denn jetzt im Gespräch mit der Familienministerin Schwesig, SPD? Sehr leider nicht, leider nicht. Also die ganze Aktion war ja auch eine Art Idee zu sagen, wir haben eine unfassbare humanitäre Katastrophe momentan. Was könnten unsere Politiker bewegen, wenn sie es bewegen wollten? Und keiner hat bis jetzt was bewegt. Also auch da nochmal kurz zu erklären, Sie haben eine Webseite programmiert, die sehr perfekt aussah und so getan hat, als ob sie vom Bundesfamilienministerium wäre. Ja. Und das Bundesfamilienministerium, also insbesondere Frau Schwesig, dort ankündigt, 55.000 Kinder aus Syrien nach Deutschland zu bringen und dafür quasi Adoptiv- oder Pateneltern zu suchen, die Kinder dann irgendwie aufnehmen. Also es war nach dem Vorbild von den Kindertransporten, die 1938, 1939 stattgefunden haben in Großbritannien. Und so eben aus Deutschland nach Großbritannien. Genau, aus Damit haben Sie aufgerüttelt, mit dem Raub der Mauerkreuze haben Sie zuerst aufgerüttelt. Ja, jetzt habe ich das etwas verstanden, warum und wieso. Und ich denke, wir sollten viel mehr über die Flüchtlingstragödie nachdenken. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Wir können diese Diskussion jetzt noch lange weiter fortführen. Wir haben offensichtlich einen überzeugt. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Vielen Dank meinem Kollegen Gerion Asmuth von der TAZ. Vielen Dank, Peter Brinkmann, für die Einsicht. Und wir beide bedanken uns bei Ihnen. Ceci Leonhard vom Zentrum für politische Schönheit. Dankeschön. Der Begriff gefällt mir wirklich inzwischen. Das ist ungewöhnlich. Und das merkt man sich dann vielleicht auch. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie irgendwas in der Richtung Hilfe für Flüchtlinge tun wollen, Zentrum für politische Schönheit, Ceci Leonhard, ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Bis nächsten Monat, 4. Dienstag, wie immer, Brinkmann und Asmuth. Bis dahin, tschüss.